Ja, nein, ich hab mich nicht Hallo und herzlich willkommen zu unserem sechsten Tag auf der Sommertour in Schaffhausen. Was du alles über die nördlichste Stadt der Schweiz wissen musst, siehst du jetzt. Ganz im Norden der Schweiz liegt ein Schmuckstück von Sonderklasse. Das kleine und übersichtliche Schaffhausen überzeugt mit viel Charme und einem angenehmen Ambiente in den alten Gassen. Vor etwas mehr als 500 Jahren ist die Stadtbefestigung erbaut worden, was insgesamt 25 Jahre gedauert hat. Ein Teil davon bildet der Muno, eine eindrückliche Burg, die über Schaffhausen thront. Bekannt ist das Städtchen vor allem für den Rheinfall, wo täglich mehrere tausend Kubikliter Wasser rund 23 Meter in die Tiefe stürzt. Der Wasserfall ist ein besonderes Touristenmagnet und hat 2013 mehr als 1,3 Millionen Menschen angelockt. So, nachdem wir jetzt die wichtigsten Informationen über Schaffhausen erfahren haben, machen wir uns jetzt bereit für unsere sportliche Aktivität. Wie man sehen kann, sind wir im Kletterpark und wir wünschen euch jetzt viel Spass mit den nachfolgenden Bildern. Und Alexandra, wie hast du es gefunden? Oh, es war mega. Ich hatte schon am Anfang im Fall mega Angst gehabt. Und dann sind wir immer mehr auf die Bahn gegangen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir die mega lange, die so ewig hoch ist und mega weit fährt. Ich hatte so Angst gehabt. Aber es war so cool. Oh mein Gott. Zurück in der Jugi vom Kletterpark ist jetzt unser Tag 6 vorbei. Morgen geht es dann weiter mit Tag 7 von unserer Sommertour in Kreuzlingen und es würde uns freuen, wenn du dann auch wieder dabei wärst. Tschüss!